Zieht euch alle eure Kostüme an! Bert, was ist denn mit deinem Kostüm? Ach, ich habe kein Kostüm an. Und den Text habe ich auch vergessen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, an überhaupt nichts mehr. Ach was, Bert, mach dir keine Sorgen. Bei dem Text wird alles von selbst laufen. Du wirst gut sein und das Stück ist auch gut. Guten Tag, liebe Jungen und liebe Mädchen. Seid willkommen und habt recht vielen Dank, dass ihr zu unserer heutigen Show gekommen seid. Die Show, die ihr gleich sehen werdet, wurde von Bert geschrieben. Regie führt ebenfalls Bert. Und der Star ist niemand anders als unser Freund Bert. Wenn das Spiel gut ist, dürft ihr euch bei Bert bedanken. Und wenn das Spiel furchtbar langweilig ist, dann dürft ihr euch bei ihm beschweren. Hör gefälligst damit auf. Geh endlich ans Klavier und fang an zu spielen. Bert ist überhaupt für die ganze Show verantwortlich. Willkommen, ihr Kinder, zu unserem Stück. Ich hoffe doch sehr, dass es alle entzückt. Es ist die Geschichte von Bertie dem Zahn. Und jetzt, welch ein Glück, fängt das Stück auch schon an. Wie wär's mit etwas Applaus für den Zahn? Oh nein, die mögen das Stück nicht, das fühle ich. Ich, euer Zahn, bin in eurem Mund. Und jeder, der klug ist, der hält mich gesund. Man muss mich nur putzen, 2-3 Mal am Tag. Dann gibt es auf mir keinen schädlichen Belag. Bin ich gut gewesen? War das richtig so? Sehr gut, Bert. Mach dir keine Sorgen. Wo bleibt denn Lulatsch? Na, da kommt er ja. Ich spiele die Karies und das ist gewiss. Wenn ihr nicht gut aufpasst, zerstör ich Gebiss. Ihr könnt mich nicht hören, ihr seht mich nur schwer. Erst wenn euch der Zahn schmerzt, dann spürt ihr mich sehr. Oh, dann wollen wir doch mal knabbern. Lulatsch, bitte hör doch mal auf. Da bekomme ich's ja wirklich mit der Angst zu tun, Lulatsch. Aber ich sollte mich doch in meine Rolle hineinversetzen. Aber jetzt kannst du dich wieder rausversetzen. Na gut. Hier kommen die Helden im heutigen Stück. Sie bringen den Zähnen viel Glanz und viel Glück. Ihr kennt ja die Bürste, die Paste dazu. Sie schützen die Zähne vor Karies im Nu. Du! Hey, Bert! Bert, jetzt muss ich anfangen, dich zu putzen. Ja, ja, das haben wir ja x-mal geprobt. Nun fang schon an, mich zu putzen, Ernie. Ja? Mach ich. Hey, Ernie, mach doch nicht so doll. Bürste mich doch mal ein bisschen zart. Aber jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Hey, Bert, ich werde dir jetzt das Glas Wasser holen. Wasser? Wir benutzen gar kein richtiges Wasser. Wir nehmen dafür Konfetti. Geh und hol Konfetti, Krümel. Du hast Wasser gesagt und dann werde ich auch Wasser holen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Wenn dann eure Zähne sind gründlich geputzt, spült ihr sie mit Wasser, auch das bringt euch Schutz. Alles bereit zum Spülen? Nein, nein, bitte nicht krümeln. Ich wusste gar nicht, dass Wasser so krümelig ist. Hohoho. Und ich hab nur Spaß gemacht. Aber du dachtest, ich nehme richtiges Wasser. Nun wisst ihr Bescheid und ich wünsch euch Erfolg. Das ist es, was wir mit dem Stück hier gewollt. Siehst du, Bert, es kommt an. Da wäre ich viel besser singen. Danke, berührt. Und verbeugt dich mal schön. Danke, vielen Dank. Danke.
Das nächste Mal singe ich noch besser. Vielen Dank. Ich glaube, das wunderbares Publikum ist das. So kunstverständlich. Ihr seid ein wunderbares Publikum, wirklich. Ja. Ich kann noch nicht genug kriegen.